Guten Tag, mein Name ist Tim Thormann und heute geht es um das Thema Unterhalt für Studenten. Studenten befinden sich noch in der Ausbildung und haben deshalb nur begrenzt die Möglichkeit, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Inwieweit sind Eltern dann dazu verpflichtet, ihren Kindern Unterhalt zu bezahlen? Das ist eine Frage, die ich heute mit Markus Wehner von der Kanzlei Hasselbach klären möchte. Studenten sollen durch die Unterstützung der Eltern ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Ist das nicht möglich, weil die Eltern nicht genügend Einkommen haben, steht dem Kind in der Regel BAföG zu. Ist das Einkommen der Eltern aber zu hoch, erhält das Kind eben kein BAföG und es entsteht ein Unterhaltsanspruch an die Eltern oder gegenüber der Eltern. Wie hoch muss denn dieser Unterhalt an die Studenten dann sein? Grundsätzlich richtet sich das, ja, wie Sie schon so schön sagten, nach dem Einkommen der Eltern. Besonderheit ist aber bei Volljährigen, die Studenten in der Regel sind, dass das nicht nach dem Alter gestaffelt wird, sondern ein konkreter Betrag in der Düsseldorfer Tabelle festgesetzt ist. Okay. Unterscheiden muss man aber auch noch zwischen auswärts wohnenden Studenten und solchen, die noch zu Hause bei Mutti wohnen. Wo genau liegen da dann die Unterschiede? Ja, das ist korrekt. Also die Düsseldorfer Tabelle sieht für Studenten, die außerhalb wohnen, sei es in WGs, in einer eigenen Wohnung oder im Studentenwohnheim, einen festen Betrag vor, der zu leisten ist. Wichtig zu beachten ist, dass die Kosten der Pflege- und Krankenversicherung darüber hinaus von den Eltern zu leisten sind. Auf der anderen Seite sind natürlich dann auch die Studenten, die noch zu Hause leben. Im Unterschied zu dem festen Betrag bei auswärts lebenden Studenten sind hier keine Wohnkosten enthalten, sondern es reduziert sich dann der Unterhaltsbedarf, weil ja Wohnkosten nicht anfallen, weil eben der Student im elterlichen Haushalt lebt. Klingt logisch. Bekommt ein Student denn weniger Geld von den Eltern, wenn er zum Beispiel einer Nebentätigkeit nachgeht, wie einem Minijob oder ähnlichem? Ganz so pauschal kann man das nicht beantworten. Also beliebt sind ja immer diese 450-Euro-Jobs, um sich was dazu zu verdienen. Die können zum Teil angerechnet werden. Wichtig ist natürlich, dass in erster Linie das Studium im Vordergrund steht und nicht der Zuverdienst dann das Leben bestimmt. Wie gesagt, das Studium muss zielführend geführt werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass der Student sich Geld erspart hat. Ja, also ein Betrag von 5.000 Euro etwa ist so als Richtwert anzunehmen, der unantastbar ist und den der Student nicht einsetzen muss. Hier ist aber zu differenzieren, wie das zustande gekommen ist. Ist dieser Betrag durch eine Schenkung von beispielsweise den Großeltern oder sogar einer Erbschaft zum Studenten gelangt, dann gilt was anderes, als wenn er sich dieses sukzessive über Monate erspart hat. Okay. Ein Rechenbeispiel finden Sie übrigens auf der Homepage der Kanzlei Hasselbach. Der Artikel dort heißt genauso wie dieses Video hier. Komme ich zur nächsten Frage. Wie lange muss denn Unterhalt für Studenten geleistet werden? Endet der Anspruch mit dem Erreichen des 25. Lebensjahres? Das ist in dem Einzelfall zu betrachten. Grundsätzlich soll die Möglichkeit bestehen, dass der Volljährige, der Student, eine Berufsausbildung abschließt. Das kann in Einzelfällen auch über das 25. Lebensjahr hinaus geschehen. Okay, aber dann frage ich mich, also wenn ich jetzt 4 Semester oder 5 Semester studiere und dann denke, nee, ich entscheide mich jetzt für einen Fachrichtungswechsel, ja. Was ist in solchen Fällen? Da muss man auch ein bisschen differenzieren und so ein bisschen auch die Zeitspanne eben in Betracht ziehen. 4 Semester, das ist so, würde ich mal als Obergrenze nennen, wo man nochmal einen Studienwechsel vornehmen kann, weil es darf auch dem Studenten, dem Volljährigen nicht zugemutet werden, jetzt bis an das Ausbildungsende in einem Berufsausbildungszweig festzuhängen, der ihm einfach nicht zusagt. Dann ist es interessengerechter für beide Seiten, für Unterhaltspflichtige und den Studenten, dass schon relativ zu Beginn des Studiums da eine Neuorientierung stattfindet. Das ist in der Regel auch unschädlich und verwirkt nicht den Unterhaltsanspruch. Also ich meine, lieber am Anfang des Studiums erkennt man,
das ist nicht das Richtige für mich, als wenn man später vor der großen Examensprüfung steht und entweder da merkt, das ist nicht das, was ich machen wollte, oder eventuell sogar scheitert. Klar. Nun ist es ja so, dass ich nach dem Bachelor normalerweise einen Bildungsabschluss habe. Was ist denn, wenn ich mich noch dazu entschließe, einen Master zu machen? Gehört das mit zu der ersten Ausbildung dazu oder zählt das als zweite Ausbildung? Ja, also es gilt als komplette Ausbildung. Also Universitäten bauen ja auch darauf auf, dass der Abschluss als Bachelor absolviert wird und darauf aufbauend der Masterstudiengang gesetzt wird. Das heißt, wenn man auch in die Praxis blickt, ja, haben Masterabsolventen höhere Aussichten auf Erfolg, einen Job zu finden, als Bachelorabsolventen.